von der Technischen Hochschule Rosenheim in der Fakultät für Holztechnik und Bau. Dort kommt eigentlich ursprünglich auch diese Hochschule her, hat schon fast eine 100-jährige Geschichte. Und wir sind eben immer relativ nah dran an Unternehmen, an Partnerunternehmen. Wir haben in der Regel auch schon während des Studiums Exkursionen, wo Studierende wirklich dann auch tatsächlich in Präsenz vor Ort sind, aber, und das wurde speziell natürlich auch während Corona so ein Stück weit noch gefördert, haben wir festgestellt, dass es auch Sinn machen könnte, sowas virtuell anzubieten. Und das möchte ich Ihnen hier in den nächsten 25 Minuten etwas vorstellen. Es geht einfach erstmal darum, was haben wir dann hier an der Hochschule Rosenheim nicht nur bei so einer Exkursion gemacht, sondern in einem Förderprojekt für die Förderung von digitaler Lehre. Es geht dann weiter so ein bisschen, wie so Exkursionen, Online-Live-Exkursionen ablaufen. Wer sind die Akteure? Welches technische Setup benötigen wir? Wie haben wir das auch in Kooperation mit den Unternehmen gemacht? Und dann geht es so ein bisschen in die Beispiele, Live-Session, Unternehmen, so ein paar Evaluationsergebnisse von den Studierenden, und dann haben Sie noch die Möglichkeit, Fragen zu stellen oder dass wir etwas in die Diskussion einsteigen. Wir haben eben das ganze Projekt so ein bisschen intensiviert im Rahmen unseres sogenannten HIROC-Projekts an der Hochschule. Das Projekt läuft schon seit einiger Zeit, seit dem August 2021, und wir haben punktuell in verschiedenen Fakultäten, in ganz vielen Bereichen wirklich auch jetzt nach Corona dann mit Projekten versucht, digitale Inhalte in die Lehre mit einzubringen. Da ging es um HyFlex-Methoden, da ging es um die Ausstattung eines hybriden Lehrraums, da ging es um das Thema Video erstellen für Sicherheitsunterweisung und so weiter. Und immer mit dem Fokus, wie kann ich die Studierenden weiter fördern, wie kann ich die Studierenden auf ein anderes Niveau heben, um wirklich ja eine sehr, sehr greifbare Lehre dann hier auch mitzuentwickeln. Die Studierenden sollen irgendwo ausgerüstet werden mit Methoden, mit Logiken, die sie später dann auch in ihrem Arbeitsalltag benötigen können, also irgendwo mit der Brille Future Work Skills. Gerade auch das Thema hybride Sessions, wirklich hybrid arbeiten, mit auch einer Technik umzugehen, mit Samsung Flips umzugehen. Das waren so die verschiedenen Dinge, die wir in dem ganzen Projekt gemacht haben. Und ich möchte jetzt eingehen auf das Thema digitale Live-Exkursionen, was wir auch im Rahmen dieses Projekts gemacht haben. Was Sie jetzt sehen, ist der Teaser, den wir genutzt haben, um auch unsere Studierenden auf das Projekt aufmerksam zu machen. Wie wir auch internes Marketing betrieben haben, ist einfach so kurz erklärt, um was es hier geht, was hier gemacht wird. Also wir haben auch wirklich versucht, bei der Werbung und bei der Vorstellung intern auch Methoden, digitale Dinge jetzt hier mit zu nutzen und auch ansprechendes Videomaterial hier zu erstellen. Einfach hier im Hintergrund so ein paar Töne, die mitlaufen. Das sind so ein paar Beispiele, gehe ich aber später nochmal etwas detaillierter darauf ein. Also lassen Sie sich nicht irritieren von dem Ton im Hintergrund. Das sind einfach auch Tonmitschnitte aus diesen digitalen. Ja, was sind so die Benefits, was sind irgendwie so unsere Motivationen auch an der Hochschule gewesen? Es ging zum einen darum, dass wir in den unteren Semestern, also wenn die Studierenden jetzt an die Hochschule kommen, relativ wenig Bezug jetzt zu der Praxis haben, zu Unternehmen haben, schon einen Einstieg ermöglichen, um an Unternehmen ranzukommen, dass wir wirklich Studierenden einen Einblick bekommen in relevante Unternehmen und in unserem Bereich würde ich in die Fertigung, in die Produktion der relevanten Unternehmen, aber dass auch ein Austausch stattfindet mit den Unternehmen.
Man könnte ja genauso gut auch Videos gucken, könnte irgendwelche Videolinks zur Verfügung stellen. Das wollten wir nicht machen. Und darum auch wirklich Live-Exkursionen, also digital und live. Das heißt, in dem Moment, wo die Studierenden hier zugucken, gibt es auf der gegenüberliegenden Seite eine Person, die mich durch die Produktion führt. Und es ist immer möglich, in Interaktion zu treten, Fragen zu stellen und wirklich auch nochmal die Schwerpunkte von so einer Live-Exkursion mitzusetzen und mit zu beeinflussen. Und dass wir natürlich sehr, sehr früh auch eine Vernetzung zwischen Theorie und Praxis hinbekommen und dass wirklich so ein Stück weit, ja, die Studierenden auch nochmal motiviert werden, in ihrem Studienfach, in ihrem Bereich weiter zu studieren, auch wenn gerade die Grundlagen, in denen sie sich bewegen, vielleicht nicht so spannend sind, wie sich das der eine oder andere auch vorstellen würde. Wie machen wir das Ganze? Also ich persönlich habe mich mit dem Thema Live-Exkursionen schon sehr lange beschäftigt. Es war eben vor 4 Jahren Corona. Alle Exkursionen, alle Firmenbesuche, alles wurde abgesagt. Und ich hatte so ein paar persönliche Kontakte in Unternehmen. Und da habe ich gesagt, hey, lass uns doch das Ganze eben irgendwo versuchen, digital zu machen. Und dann habe ich persönlich mit bewaffnet mit einem Handy, mit einem Gimbal, auf die Technik gehe ich gleich noch ein bisschen ein, mich in eine Produktion gewagt mit einem ganz normalen iPhone-Headset und habe dann den Studierenden selber mal in einer halben Stunde, Stunde die Produktionsprozesse erläutert. Und das war zum Teil in Hochphasen in der Corona-Zeit wirklich eine sehr, sehr erfolgreiche Veranstaltung. Wir hatten dort zum Teil über 100 Teilnehmende in der Zoom-Session. Und da haben wir gesagt, hey, das sollten wir doch ein Stück weit institutionalisieren. Es ist natürlich nicht so einfach für uns als Lehrende in ganz Deutschland oder in Europa unterwegs zu sein, um solche Exkursionen selber durchzuführen. Darum haben wir gesagt, nee, lass uns doch mit den Unternehmen gemeinsam sowas entwickeln. Lass uns doch die Unternehmen auch in die Pflicht nehmen. Und durch das haben wir gesagt, wir wollen ganz bewusst, dass die Sessions die Unternehmen selber durchführen. Das bedeutet, wir haben Partnerunternehmen und zumindest für unsere Hochschule können wir sagen, wir haben sehr viele Unternehmen, die wirklich an den Studierenden interessiert sind und die schon sehr früh auch gerne Kontakt zu den Studierenden bekommen möchten. Und demnächst sind die Unternehmen wirklich auch motiviert, selber da ein bisschen in Vorleistung zu gehen, auch ein technisches Setup aufzubauen. Und wir haben so ein Netzwerk aus Unternehmen, momentan sind es so 3, 4 Unternehmen, haben aber auch noch mehr Anfragen, wo wir so ein bisschen eine Routine schon reinbekommen haben. Haben jetzt Montagabend die nächste Session mit einem Unternehmen, mit welchem wir schon mal eine Einheit gemacht haben. Und die haben in der Regel irgendwo in der Personalabteilung Menschen, die sich um das ganze Recruiting-Thema kümmern und auch um die Beziehung zu den Hochschulen. Und mit denen bauen wir eigentlich sowas auf und mit denen organisieren wir sowas. Wenn wir jetzt wirklich in die tatsächliche Umsetzung reinkommen, dann haben wir in der Regel, wir als Hochschule jetzt, wir nutzen Zoom zum Beispiel, den Unternehmen einen Zoom-Link zur Verfügung gestellt, weil wir gerne dasselbe Online-Tool nutzen würden wie unsere Studierenden im normalen Studienalltag. Dass die Schwelle einfach auch nochmal für die Studierenden etwas geringer ist, dass man sich jetzt nicht mit Teams oder Webex oder was auch immer für einem Online-Tool auseinandersetzen muss. Wir planen das Ganze von der Hochschule aus, wir terminieren das, wir planen das in einen Stundenplan mit rein. Und dann gibt es zum einen im Unternehmen, in der Regel, das ist das der Produktionsleiter oder ein Experte für die Produktion oder das kann natürlich auch in einer Büroumgebung, in einem Planungsbüro, das kann irgendwo im sozialen Bereich sein, das kann in einer Laborumgebung sein. Wir haben irgendwo eine Person, die am Arbeitsplatz sitzt mit einer ordentlichen Ausstattung, mit einem guten Ton und diese Person macht dann wirklich die ganzen Kommentare und führt eigentlich durch diese Produktion, in unserem Fall durch das Unternehmen. Parallel haben wir eine zweite Person im Unternehmen, die ist nur für den Videostream verantwortlich. Also die Person bewegt sich dann durch ein Labor, durch eine Produktion und filmt dann die verschiedenen relevanten Fertigungsbereiche.
Und wir als Hochschule haben das dann auf unterschiedliche Art und Weise dann bei den Studierenden auch promotet. Das heißt, wir haben zum einen, das gibt es bei uns als Vorbereitung fürs Praxissemester, eine sogenannte praxisbegleitende Lehrveranstaltung integriert, dass wirklich wir diese Online-Live-Exkursion in den Hörsaal übertragen, dort ein Stück weit das auch etwas nochmal doppelt mitmoderieren und einfach eine größere Gruppe von Studierenden das live mitverfolgt. Alternativ haben wir diesen Zoom-Link dann ganz vielen unterschiedlichen Studierenden zur Verfügung gestellt über unsere Plattformen und haben gesagt, es kann eigentlich jeder, der Lust hat, dort teilnehmen, kann dort reinschnuppern und haben dort wirklich auch nach Corona immer einen relativ guten Zuspruch auch erhalten, speziell dann in den unteren Semestern. Also in den unteren Semestern haben wir zum Teil auch mit der aktiven Mitwirkung von Kolleginnen und Kollegen, das nochmal in den Vorlesungen auch platziert, dass Studierende nochmal ein bisschen erklärt bekommen haben, um was geht's da, welche Chancen haben sie da und auch das Ganze einfach nochmal ihnen nahegelegt haben. Und in dieser Kombi haben wir das Ganze jetzt schon mehrfach durchgeführt und das sieht man jetzt hier eben nochmal in der Folie. Wir haben das Unternehmen mit Moderator und mit der Aufnahme und wir haben unsere Studierenden, einmal die Studierenden, die direkt hier vor Ort sind an der Hochschule oder eben an beliebigen Orten an verschiedenen Endgeräten dann sitzen. Wie sieht das technische Setup aus, auch fürs Unternehmen? Ganz bewusst mit sehr, sehr geringen Anforderungen auch von unserer Seite fürs Unternehmen. Also wir wollen das wirklich niederschwellig gestalten. Wir wollen die Hürde für die Unternehmen wirklich so gering wie möglich auch hochsetzen, dass sie sagen, liebes Unternehmen, ihr braucht wirklich nur einen Gimbal. Der kostet 100 Euro, wenn ich ein bisschen was Gutes haben möchte. Gibt es von unterschiedlichen Herstellern. Und ihr benötigt nur ein Mobiltelefon und dort installiert ihr die App von Zoom und dann kann das Ganze eigentlich technisch wunderbar realisiert werden. Wichtig war für uns dann auch nochmal das Thema Mikrofon. Also wir brauchen irgendwo ein Mikrofon, ein Headset im Produktionsumfeld, was eine sehr, sehr gute Geräuschunterdrückung hat, weil wir natürlich zum Teil in wirklich sehr, sehr lauten Umgebungen unterwegs sind. Das war so noch ein wichtiges Learning. Die besten Erfahrungen, muss ich wirklich ehrlich sagen, habe ich mit dem iPhone, mit einem ganz normalen kabelbasierten Headset von Apple gemacht. Dort war eine super Geräuschunterdrückung für die ganzen Nebengeräusche auch für die Studierenden oder für die Zuhörer dann realisiert. Also ich bin da zum Teil wirklich neben Maschinen gestanden, ich würde mal sagen mit 80 bis 100 Dezibel und die Studierenden haben mein gesprochenes Wort super gut verstanden, weil eben das Headset das sehr, sehr gut abgeschirmt hat. Das muss man natürlich ein bisschen auch mit den Unternehmen nochmal klären. Wir haben normalerweise immer einen Probedurchlauf gemacht, wenn die Unternehmen das erste Mal mit uns sowas veranstaltet haben, dass einfach ein kurzer Technikcheck stattgefunden hat, dass wir die Unternehmen vielleicht noch ein bisschen auf die einen oder anderen Dinge hingewiesen haben. Dann ganz normal in unserem Fall ein Zoom-Meetingraum oder ein anderer Meetingraum und dass dann irgendwo die Unternehmen darauf hingewiesen worden sind, dass mindestens zwei Fachkräfte, die auch dann technische Fragen beantworten können, mit in diesem Meeting sind. Und auch die Person, die die Kameraführung macht, sollte natürlich eine Fachkraft sein, die auch die Kamera an die richtigen Punkte dann hält, dass die Studierenden wirklich auch diesen Produktionsprozess oder auch den Forschungsprozess, Laborprozess dann auch mit nachvollziehen können. Und natürlich nicht zu unterschätzen, eine sehr stabile Internetverbindung. Wir haben es meistens nicht übers WLAN gemacht in den Unternehmen, sondern wirklich über Mobilfunk. Weil dort haben wir in der Regel gebäudeübergreifend die beste Abdeckung. Das kann aber natürlich von Situation zu Situation nochmal unterschiedlich sein. Wie haben wir tatsächlich den Ablauf gemacht? Also wir haben dem Unternehmen immer erstmal die Möglichkeit gegeben, sich selber vorzustellen. Das ist natürlich ein bisschen auch eine Eigenwerbung. Es geht aber natürlich auch um die Motivation des Unternehmens. Die wollen natürlich an unsere Studierenden rankommen. Die wollen Fach- und Führungskräfte auch irgendwo generieren. Und von dem her
haben gesagt, okay, so 5 Minuten Vorstellung des Unternehmens, relativ kompakt. Und dann ist es natürlich am interessantesten, wenn man tatsächlich in eine Fertigungsumgebung reingeht. Das heißt, dann wird von dieser Präsentation, die in der Regel der Moderator, der im Büro sitzt, auch hält, direkt rübergeschwenkt auf die Kamera in der Produktion. Bei Zoom kann man das relativ gut machen, dass derjenige, der Host ist des Meetings, wirklich auch die Videos fixiert, dass wir immer fest bestimmen können, welches Video gerade dann auch den Studierenden oder den Zuhörern gezeigt wird. Das geht bei anderen Tools normalerweise auch. Aber da muss man so ein Stück weit als Moderator, also wir jetzt als Dozenten, die sowas begleiten, noch ein bisschen mit einwirken oder dann die Leute darauf hinweisen, dass sie wirklich auch das Video dann fixieren, dass jetzt nicht dann, wenn Leute auch die Kamera anhaben, zu viele Videos jetzt irgendwo in Kachelformat dann dargestellt werden. Und dann war für uns auch nochmal ein wichtiger Aspekt, dass die Studierenden nicht nur Fertigungsabläufe, Produktionsabläufe kennenlernen, sondern dass sie auch die Möglichkeit haben, wirklich nochmal in unserem Fall Absolventen von unserer Hochschule, von der Hochschule Rosenheim kennenlernen, die dort im Unternehmen tätig sind. Und dass sie dann auch nochmal einen Einblick bekommen haben in die Tätigkeitsbereiche der ehemaligen Studierenden, die in der Arbeitsvorbereitung, in der Produktion oder in anderen Bereichen mittlerweile in diesen Unternehmen, mit denen wir die Online-Exkursion durchführen, dann arbeiten. Und dann haben wir natürlich hier für die Studierenden immer die Möglichkeit auch gehabt, Fragen zu stellen, nicht nur über den Chat. Uns war es wichtig, dass wir wirklich auch über die Tonspur Fragen stellen können. Im Idealfall auch nochmal wirklich eine Diskussion auch gestartet haben. Muss sagen, die Verantwortung, dass Fragen gestellt werden, dass eine Diskussion auch zustande kommt, liegt bei mir oder liegt bei uns, weil die Studierenden erstmal sehr, sehr zurückhaltend sein werden. Die trauen sich in der Regel nicht, wenn es da irgendwo 100 Leute in so einem Meeting sind und wenn sie natürlich noch nicht irgendwo mit Firmen viel Kontakt hatten, wirklich hier Mikrofon anzumachen, die Kamera anzumachen, sondern die ersten Fragen kamen in der Regel immer von mir und dann würden die Studierenden Stück für Stück auch ein bisschen mutiger. Man muss sich oder man sollte sich als Dozent, wenn man sowas organisiert, wirklich ein paar Fragen schon vorher überlegen oder während der Produktionsführung überlegen, dass man dann eben so eine Diskussion dann auch ein bisschen in Schwung hält und dass dann tatsächlich auch ein bisschen was passiert. Hier einfach ein paar Einblicke. Wir haben das mit Binderholz gemacht, wie schon erwähnt. Wir sind aus der Fakultät für Holztechnik und Bau. Binderholz ist der größte Sägewerker in Europa mit sehr, sehr vielen Angestellten, sitzen nicht so weit weg von uns in Österreich. Und hier sieht man so ein bisschen, was die so machen. Haben ja wirklich von Forst bis zu einem fertigen Holzhaus eigentlich alles im Angebot. Und das war jetzt diese Live-Exkursion. Man hört den Ton relativ schlecht, es ist einfach nur mitgeschnitten, aber man sieht jetzt hier die Studierenden, die jetzt im Hörsaal mit dabei waren. Und wir haben natürlich immer noch die Studierenden gehabt, die einfach nur online mit dabei waren. Das ist ein weiteres Unternehmen gewesen, die Firma Egger, die zum einen jetzt hier auf dem linken unteren Bildschirm erstmal ihr Produkt vorgestellt hat, ihr Unternehmen vorgestellt hat und dann oben im rechten großen Bildschirm dann uns durch die Produktion auch geführt hat. Das heißt, wir sehen jetzt hier die Person, die gerade spricht. Und das war der Moderator, der hat das Ganze organisiert. Und hier oben rechts sehen wir jetzt, während der Moderator spricht, die Rundgänge jetzt durch die Produktion. Wir sehen jetzt hier die verschiedenen Fertigungsbereiche und der Moderator erklärt es einfach, was dort explizit hier passiert, was dort jetzt irgendwo hergestellt wird, mit welchen Maschinen und Anlagen. Und dann war es in der weiteren Session, das war jetzt hier oben in der Mitte, in dem kleinen Bildschirm, eine reine Session, in dem Fall Meet the Professionals, wo jetzt Absolventinnen und Absolventen der Hochschule Rosenheim ihren Arbeitsalltag vorgestellt haben. Das war ganz spannend. Da konnten die Studierenden wirklich auch fragen, welche Karrierechancen habe ich? Wie sieht es denn mit dem Aufstieg aus dem Unternehmen? Bis zu Fragestellungen, wie viel kann man denn verdienen als Berufseinsteiger? Also es war wirklich eine sehr, sehr offene Diskussion mit einem relativ großen Mehrwert auch für die Studierenden.
Das war mit einem anderen Unternehmen, HOMAG-Gruppe, wo wir auch so eine Session gemacht haben mit Professionals, um dort einen Einblick in den Arbeitsalltag zu bekommen. Und ganz bewusst eben Zielgruppe Studierende in den ersten Semestern, die noch wenig Kontakt hatten zu den Unternehmen. Evaluationsergebnisse waren von unserer Seite schon auch wichtig und haben wir natürlich auch immer den Fokus drauf auch gehabt, was ist denn wirklich bei den Studierenden angekommen. Ein großer Mehrwert für die Studierenden war wirklich ein erster Einblick in die Unternehmen. Also, dass sie sagen können, ich sehe mal da, wie die Produktion aussieht, ich bekomme so ein bisschen Inhalte da auch mitvermittelt. Einblick in die Holzbranche, in spätere Tätigkeitsbereiche, einfach so ein bisschen zusammengefasst, Erklärung und Erläuterung zu unterschiedlichen Themen wurde dann auch genannt, vertiefte Erklärung auch von Produktionsabläufen, was zum Teil auch wirklich positiv herausgestellt wurde, ist, dass eine gute Tonqualität gab, dass eine gute Bildqualität gab. Also nur mit simpler Technik, mit so einem simplen Setup, mit einem Gimbal, mit einem Handy kann man doch eine relativ hohe Qualität auch erzeugen. Was haben Sie am meisten, was hat Ihnen am besten gefallen, wodurch haben Sie am meisten profitiert? Waren eben durch die Erläuterung von den Fachkräften während der Live-Exkursion, dass man wirklich da nochmal was mitbekommen hat, dass die Studierenden da die Möglichkeit hatten, wirklich an einem Bild nochmal die Erklärung zu bekommen und immer die Möglichkeit hatten, auch nochmal nachzufragen. Auch natürlich das Thema Tätigkeitsbereiche von den verschiedenen Mitarbeitenden der Unternehmen war natürlich auch noch ein wichtiger Punkt. Ja, für uns war das auf jeden Fall eine sehr, sehr erfolgreiche Story, die wir begonnen haben. Wir führen das auch weiter. Wir möchten das auch nach diesem geförderten Projekt von der Stiftung weiterführen, diese Live-Exkursionen, weil wir glauben, dass wir dort das Thema Onboarding auch für unsere Studierenden natürlich etwas unterstützen können und durch das natürlich auch allen nochmal einen weiteren Mehrwert bieten können. Ja, das war's von meiner Seite, von der Input-Seite her.